Mädels, noch ein geiles Replay. Eieieiei. Ja, ich habe ja vorhin schon mal eins hochgeladen. Ich weiß jetzt nicht, welches ich zuerst hochlade, aber hier ist auch noch ein schönes Spielchen dabei. Und zwar bin ich hier gespawnt auf Karelien. Ja, Karelien. Brucey und Buggy und Buggy und Brucey. Leopard de Bruce und Mr. Conway Buggy steht gleich hinten in der Base, ist klar, ist ein TD. Und ja, es war eine Runde, die Spaß gemacht hat. Der heutige Abend soll einfach im Sinne von Spaßspielen stehen, von Spielen, die dich motivieren, von Spielen, die dich das immer wieder einschalten lassen. Okay, reicht. Und dieses Spiel, sorry, zeigt doch mal ganz gut. Das Objekt 430 ist nicht ganz unproblematisch. Und das ist auch, hallo Badget, die Kanone manchmal funktioniert. Das einfach, das 430 manchmal sagt, ja, okay, Wladimir, hier von dir. Dich nichts trollen. Und genau so ein Spiel ist es. Ich habe ja das 430U. Und das 430 bin ich auch lange gefahren. Das ist ein recht angenehmer Grind, obwohl eben manche Spiele eine Katastrophe sind mit denen. Aber wie gesagt, das ist eins der besseren Spiele und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ja, sind wir zu den Mates hoch. Bruce und ich. Gehen wir mal auf die Freikamera. 49er spottet die Mitte, die Badget auch. Und dann haben wir erstmal abgewartet. Da hat Bruce eine kleine Panikattacke bekommen. Ihr wisst, was er immer sagt. Oh, sie wollen es. Kann ich jetzt nicht hier sagen. Semmel ich schön drüber. Dann gedacht, jupp. Da habe ich auf die Russen geschumpfen. Also nicht auf die. Ich habe ganz liebe russische Freunde, ganz ehrlich. Ich habe auf die Panzer geschumpfen, weil die Gun Depression im 430 ist eine, gelinde gesagt, eine kleine Katastrophe. Mir war es jetzt wichtig, dass wir erstmal den E75 eliminieren. Kanonen rausnehmen. Und wir waren vier, die waren zwei. Also, let's go. Überzahl erkennen. Mit 430 kannst du wunderbar auch mal vorfahren. Da bounce doch mal was. Mr. Baguette kommt mit. Brucey bereitet sich noch vor. Hinter uns. Hi, Bruce. Und der Löwe war low. Oh, jui. Aber wir haben es gecarried hier oben. Ja, schon. Da kamen die Spots von Mr. Baguette unten. Ich glaube, von Mr. Baguette. So heiße ich der Panzer jetzt bei mir. Baguette. Ich liebe Frankreich. Also ist klar, dass ich das Baguette nenne. Unser Baguette steht da noch am Feld. Oh. Gehen wir wieder auf mich. Wo die Heavys, die hatten die Hosen voll da unten. Ich denke mal, das war gelaufen. Also haben wir auf den Spot hier gewartet. Weil es bringt nichts, da oben loszufahren und da in die Kanonen reinzufahren. T49 in der Mitte fährt ein Stück vor. Weiß nicht, was da mit Bruce los war. Ich glaube, er hat eine Mutpille genommen. Und da war er schon der 50er. Wo die Schüsse jetzt hingehen, das ist eine typische 430-Schüsse. Kann man nicht so richtig erklären. Auch mal blind hinterherjagen, manchmal hat man Glück und sie stehen noch genau am gleichen Platz, aber war jetzt nicht der Fall. Okay, Mr. Baguette fährt vor. Oh, der Name gefällt mir. Baguette. Bruce Claudette. Bruce fuhr mit. Und dadurch, dass ich gesehen habe, dass unser Mr. Baguette hier keine Spots generiert hat, groß mehr. Hier stand nichts drin. Konnte ich das Risiko eingehen, hier unten rumzufahren, weil die fahren eh alle oben lang. Also immer versuchen, ein bisschen Crossfire aufzubauen, also auch hier unten mal langfahren.
Bringt nichts, hier da hochzufahren. Hier hätte ich eh nichts mehr abgekriegt. Fahren wir unten hoch. Das ist so dieses. Ja, da ich kurz überlegt, ob ich ihm da unten helfen soll. Aber der hat 180 HP gehabt. Da habe ich gedacht, das schaffst du, 49er. Drum habe ich hier gestockt. Kleines, oh, was heißt. Kleines 1x1, aber das World of Tanks 1x1 ist Crossfire. Wenn ihr Möglichkeiten habt, Crossfire aufzubauen, dann baut's auf. Verteilt euch. Joa. 3 Kills schon. Viele wissen von meinem Kanal, dass ich eigentlich lieber. Ich gehe nochmal wieder auf mich drauf. Dass ich lieber Kanonen rausnehme, als irgendwie groß Damage zu farmen. Obwohl der auch gut war. Ich glaube, ich habe 4.500 in der Runde. Ich habe ihn nicht interessiert. Hat mich natürlich gefreut. Guckt euch den Tarnwert an. Guckt mal, wann der aufgeht. Die Dinger sind so krass, ey. Aber gut, es ist ein Stritz. Und dann wisst ihr, was ich mit Artis mache, die mich so anstupsen. Ja, wir haben ein kleines Gespräch. Tschüss. Das ist immer das Schönste. Nicht persönlich gemeint wolle, aber es ist so. Du bist der einzige Artis-Spieler, den ich jetzt nicht so gerne ausnehmen würde. Wo es mir ein bisschen unangenehm wäre. Gut, da kommen die Hochdekorierten hier. Guck mal da. Ich dachte, komm, Mr. Dekoriert. Schauen wir mal. Was mich ein bisschen ärgert im Nachhinein. Was heißt ärgert? Für mich ist die Runde geil gewesen. 5 Kills habe ich schon. Wenn ich über 5 Kills komme, ist es echt geil. Da gucke ich immer ein bisschen nach rechts, dass ich nicht unbedingt meinen Arsch so weit zeige hier. Genau, immer schön mit dem Felsen arbeiten. Nehme Mr. Dekoriert raus. Und jetzt mache ich einen Fehler, fahre halt vor. Da kam dann die restliche Meute. Den nehme ich auch noch raus. 7 Kills, war eine geile Runde. Aber ich hätte nicht hochfahren sollen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viel kommt. Jo. Aber eben. Nehme ich noch einen mit? Nee, 7 Kills waren es. Ja. 4-4 auf der Uhr und 7 Kills. Macht Spaß. Wir haben die Runde dann auch gewonnen. Ja. Einfach eine Runde, die Spaß gemacht hat. Das kann ja dann auch im 430 so sein, dass die nächste Runde 0 ist. 0, 0, 0, weil du nichts triffst. Und dann kommen wieder solche Runden bei raus. Also, muss echt sagen. Jo. War okay. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schöne Woche, schönes Wochenende, ganz egal, wann ihr das seht. Morgen, Abend, was weiß ich. Und ja, bis die Tage. Die Bombe platzt auf meinem Kanal, Leute. Aktiviert die Glocke. Es gibt eine Wahnsinnsüberraschung. Ihr werdet euch. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber schaltet wieder ein. Ne? Wenn es heißt, hier, willkommen mitten aus World of Tanks. Also freut euch auf die nächsten Tage. Bis dann, Leute. Macht's gut.